Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer weiteren T-Set-Vorschau. Diesmal nicht für einen kleinen neuen Patch, sondern für das große neue Add-on. Wir sind in der TWW-Beta und wollen uns auch hier wieder gemeinsam, nice, die T-Sets einmal ansehen und darüber quatschen, was uns so gefällt und wer hier als Gewinner vom Platz geht und wer vielleicht eher weniger. Wir starten mit dem neuen Set des Kriegers und das ist NHC. Möchte ich gern dazu sagen, weil wir haben hier eine leuchtende Aura um den Helm, wir haben diese leuchtenden, wabernden Blitzstrukturen in diesen Hörnern, wir haben selber leuchtende Augen im Todesritter-Cosplay, wir haben hier diese blitzenden Zwergenfratzen in den Schultern, also richtig schön titanisch, ja auch passend zu diesem Heldentalent, wo wir vor allem mit dem Avatar und auch mit dem Donnerknall dann spielen in verstärkter Art und Weise, also das geht ja wunderbarstens zusammen. Hat auch so ein bisschen Wikinger, Stormheim, Odin, Vrykul, Vy, wie auch immer ihr es jetzt beschreiben wollt. Ja, da sind ja die Grenzen in WoW ein bisschen fließender. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Auch dieses Fell, das wie immer mal mit untergefüttert ist. Auch hier oben diese Art Pelzkranz, ja, was wir vielleicht entfernt von den Ventyr aus Shadowlands noch kennen. Und auch der Übergang hier in Richtung Umhang. Unten mit dieser schon leicht angefaulten Krempe, ne, der Krieger-Veteran. Also da bin ich Fan von. Allgemein Plattensets, ja, die dann in so einer eisernen Form, in so einer panzerhaften Gestaltung daherkommen. Also richtig schön fette Plattenteile, die den ganzen Körper bedecken, bin ich einfach Big Fan. Und darum gefällt mir das auch schon mal sehr, sehr gut. NHC-Färbung, auf jeden Fall nett. Wir haben die LFR-Färbung, die geht durchaus auch in Richtung Irdene, ne? Wir haben immer noch Töne, die wir überwiegend der Erde zuweisen können. Wenn du lang genug buddelst, ne, dann hast du da ein bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen mit dabei. Und auch hier, wie schön man diese Animation sieht, ne, wie diese Blitze fließen, wie das da durchströmt durch das gesamte Set. Richtig geil ermächtigt, feier ich. Im HC-Bereich, da haben wir das Ganze ein bisschen ins Türkise gehend, ein bisschen grünlich-bläulich, ne, wobei der Umhang dann doch eher grünlicher Natur ist. Finde ich auf jeden Fall auch ganz schick. Ist nochmal ein anderer Bereich als hier im NHC. Da erkennt man ganz klare Unterschiede. Auch der Rest ist ein bisschen heller. Und im Mythischen, damn, da kriegen wir ein bisschen Leere mit rein. Und auch die Blitzeffekte sind deutlich heftiger, als würden sich die Zwergenköpfe hier die Blitzklinke in die Hand geben. Starke Nummer. So oder so ähnlich hätte wohl Razagess auch in ihrer Antlitzform ausgesehen, ha? Schön das Gewitter hier in den Schultern. Also bin ich großer Fan von, erinnert vielleicht sogar auch ein bisschen an Uldua, ne? Hatten wir, finde ich, auch mit diversen titanischen Fratzen und Hörnchen zu tun, aber definitiv ein sehr solides Kriegerset. Man muss natürlich auf diese abgefahrenen Hörner stehen, ne? Muss man aufpassen, dass man nicht mit einem Tauren oder Demon Hunter vom Weiten verwechselt wird, aber sowohl die farblichen Unterschiede als auch dieses Blitzthema finde ich auf jeden Fall richtig fancy und auch der Detailgrad setzt hier schon mal einen soliden Maßstab. Nice. Und zack, sind wir beim Jäger angekommen. Der Jäger hat in Dragonflight mit seinen T-Sets auf jeden Fall immer gemischte Gefühle ausgelöst, das weiß ich noch. Mal schauen, wie es in TWW aussieht. Oh, das ist ein schönes Jägerset. Doch, da bin ich direkt Fan von. Hat ein bisschen was Schamanistisches an sich, oder? Mit diesen Knochen, dieser Ahnenkult. Es könnten auch Teile von Gnollen oder sogar entfernt von den Druss sein. Ja, also dieses knochige, zusammengebundene. Auch hier die Gürtelschnalle, ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Auch der Helm, diese Kapuze, die in diese Knochenmaske übergeht. Sehr, sehr geil. Finde ich schon mal deutlich schicker auf den ersten Blick als einiges, was wir dann in Dragonflight gesehen haben. Und auch durchaus passend zum Hunter. Ich weiß noch nicht, wie ich die Farbe finde. Dieses Bläuliche, da bin ich noch so Artenwald verseucht, ja, aus den Shadowlands, auch im Hintergrund hier unser Pet. Also da bin ich jetzt nicht unbedingt bei TWW, aber an sich blau mit diesen Essenzen, ähnlich wie auch dieses Blitzende, ja, vielleicht soll das wieder in Richtung Sturm, in Richtung Wind und Gewitter gehen. Da würde das natürlich durchaus Sinn machen, auch hier diese leuchtenden Augen, ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen spooky und auch die Details. Diese gewickelten Ketten hier, ebenfalls mit diesen Knöchelchen dran, also das ist in meinen Augen schon sehr, sehr stark gemacht.
Das haben wir auch als Motiv im Umhang. Das haben wir sogar an den Füßen mit dran, jawohl. Also das finde ich von der Optik schon mal geil. Im LFR wird es farblich ein bisschen wärmer, ein bisschen herbstlicher. Finde ich, passt auch besser zu diesen, ja, Todeselementen hier, ne? Auch zu der dicken Bestie, die wir hier in der Schulter tragen. Junge, einfach Kopf abgerissen, bam, und draufgepappt mit ein bisschen Uhu-Kleber. Und da finde ich diese Farben schon mal geiler, weil das eben besser zu diesem Verfallsthema passt, wie ich finde. Und deswegen LFR-Set, ja, macht auch eine echt gute Figur. Im Harzsee, oh, noch geiler, wird das Ganze ein bisschen grünlicher, ja, da geht es in so eine giftige Richtung. Wirkt jetzt auch nicht wie irgendwie so ein Grün wie hinter mir, ne, das blühende Leben, sondern eher, als wären da die Verlassenen wieder zugange gewesen, Junge. Als hätte uns ein Rogue gerade schön vergiften gedrückt. Finde ich cool, auch oben in den Hörnern dieser leichte Verlauf, ja. Also für mich ist das echt ein solides Hunter-Set. Der wahre Todespirscher, ha? Und dem mythischen... Wow! Oh mein Gott, ist das evil. Das Leuchten in den Augen viel stärker. Auch oben die Verläufe. Alles ist einfach nochmal aufgehübscht worden. Alles eskaliert noch ein bisschen mehr. Auch hier die Details mit dieser Bärenfalle, die am Gürtel baumelt, ne? Damit man bloß nicht vergisst, dass man hier den Hunter vor sich hat. Also das finde ich insane. Der Sprung zum mythischen... Der war ja unglaublich krass. NHC mit diesem Blau fühle ich da noch am allerwenigsten, aber alle anderen spielen so, so geil, auch mit diesem Verfallelement, wie ich finde, auf eine ganz eigene Art und Weise. Ne? Es ist jetzt nicht 24-7 Drustwar oder Von Samdi Cosplay oder so. Also Hunter hat mich auf jeden Fall sehr abgeholt. Großer Fan. Und schon sind wir beim Magier angekommen. Ich versuche diesmal übrigens möglichst gleiche Rassen zu nehmen, möglichst ähnliche Modelle, weil das in den letzten Videos immer ein Stück weit sehr auseinander ging und gerade bei sehr kleinen oder sehr großen Völkern, naja, das Gesamtbild echt ungünstig verzerrt werden kann. Darum sind so Menschen und Orks, finde ich, immer die Standardmodelle schlechthin, um sich erstmal ein Bild zu machen. Also diesen Helm will ich mir an einem Tauren zum Beispiel nicht vorstellen. Wow, das dritte Auge. Das uns aber ironischerweise zum Zyklopen macht. Ja? Spannend, also ich liebe die Details hier in der Brust, ich liebe die frostige Farbe. Ich finde, abgesehen von Good Old T3 ist es manchmal echt schwer, ein schönes Frostset zusammenzustellen. Hier einfach dieser Eissplitter in den Schultern, auch im Gürtel, bisschen an die Good Old Kirin-Tor angelehnt. Ne? Und dennoch... Irgendwie hier so ein paar flickungsartige Musterungen mit drin. Ein super detaillierter Gürtel, was da alles mit dran baumelt, Junge. Da ist ja mehr Bewegung im Gürtel drin, als ich auf ein Jahr umgerechnet IRL habe. Nicht schlecht. Und auch der Umhang. Wow, da ist ja jedes Teil ein kleines Meisterwerk, ja? Ein kleines Universum sogar hier. Am Pöppes, Junge, die seltene Arschrune, die ist auch mit dabei. Nicht schlecht. Also der Helm ist sehr speziell, ja. Das muss man ganz klar so sagen. Aber gerade mit diesen stacheligen, spitzen Musterungen, die wir ja auch hier überall eigentlich im Set haben, finde ich, das geht schon sehr, sehr gut zusammen. Und endlich mal schön frostige Farben, da freue ich mich schon zu basteln. Im LFR geht das Ganze wieder ein bisschen grünlicher. Ja, da hatten wir schon ähnliche Farbtöne Richtung Blau, Grün, Türkis gehend, ne? Auch bei anderen Klassen und auch bei anderen Sets. Ich komme nicht drum herum, immer wieder in dieses Auge im Helm zu starren. Ne? Es ist fürchterlich. Ich schaff's gar nicht hier, auf andere Details so richtig zu achten. Aber auch in den Stiefeln so ein paar kleine, verschlängelte Linien. Also das gefällt mir doch ganz gut. Auch der Umhang mit dieser Aussparung hier. Relativ einzigartig im Vergleich zu den Standardumhängen, die wir ebenso kennen. Im HC, oh, geht das Ganze ins Arkane. Na, jetzt sieht man aber hier im Gürtel das Auge der Kirin-Tor noch ein bisschen eindeutiger. Aber beim Magier können sie dann natürlich farblich immer sehr, sehr schön auch anhand der Specs arbeiten. Auch wenn Feuer jetzt vermutlich nicht beim Mythischen kommt. Damn, ich dachte, das wird jetzt einfach noch ein bisschen dunkler ins Lilane gehend, aber das ist ja insane. Wow, und die Schultern, die haben jetzt sogar so eine kleine Projektion hier, so einen magischen Runenkreis, aus dem diverse Essenzen rausblubbeln. Das Auge oben wirft hier auch noch so einen kleinen Kranz, leuchtet selber eskalativer, überall scheinen noch so gewisse Magieströme auszutreten und auch hier richtig drumherum geschlängelt, schaut mal.
Das ist ja heftig, als würden wirklich die Energien hier zusammenlaufen in diesem Set, ja? Fantastisch. Mir als Hordler gefällt das natürlich wunderbar. Hier schwarz und rot, ne? Let's go. Auch die Übergänge hier an den Ärmeln. Sehr schön strukturiert und auch die Armschienen. Gleichermaßen pompös und fett, ne? Sieht man gerade hier so im Seitenausschnitt. Aber dennoch haben sie es geschafft, das Stoffliche von dieser Rüstung nicht völlig gehen zu lassen. Also das ist, wow, ein echt schönes Magier-Set. Und der Sprung aufs Mythische hat mich jetzt mehr überrascht, als ich doch erwartet hätte. Könnte auch irgendein Fanart von Sauron sein, ne? Der wandelnde Turm, das allsehende Auge. Starke Nummer. Aus den Schatten kommen wir zum rogigen Rogue und gucken mal, wie der heute wegkommt bei den neuen TWW-Sets. Wow, also wer schon immer mal einen Astralen spielen wollte, hä? Wie cool sind denn bitte diese Bandagen, diese Wickel, aus denen vor allem auch irgendeine magische Sotsche hervorzubrechen scheint? Das ist ja super, auch diese Rüstung hier mit diesen tentakelartigen Linien erinnert auch an Astrale. Oder den Raumgänger, diese ganze Optik, ne, die Kapuze dazu, wo einfach das Gesicht noch so halb zu erkennen ist. Auch hier oben haben wir leuchtende Augen, ansonsten aber einfach sogar animiert, so eine Art kosmischen Nebel. Wow, wie cool ist das denn bitte? Oben auch diese Essenzen, die so rauswabern, als könnte die Kapuze das gar nicht alles halten. Und auch so anders dieser Stil als von der Kapuze, die ich jetzt hier mit diesem Startgear trage, ja? Damn, an den Seiten haben wir auch so ein kosmisches Gewaber und das droht hier so ein Stück weit rauszulaufen, ne? So scheint sich dann hier in so klauenartigen Auswüchsen zu manifestieren. Junge, das ist ja ein absolutes Meisterwerk, auch unten in den Stiefeln. Das haben sie schon häufiger gern gemacht bei DH und auch bei Rogue, ne? Dass wir hier irgendwelche Klingen oder noch kleine Schädel mit dran haben bei den Handschuhen. Genau dasselbe, auch hier wieder so eine kosmische Sphäre. Und dann diese Auswüchse, die da rauskommen, die scheinen auch animiert zu sein. Ist NHC gerade, was wir sehen, ne? Was passiert denn da bei Mythisch? Da explodiert einfach alles um dich rum. Ja, sobald du das mockst, bam, Sonne explodiert. Das ist der Effekt. Also das holt mich aber ganz anders ab. Zumal wir im Raid auch diese besonders seltene Faustwaffe haben. Imagine diese Waffe von diesem astralen Attentäter mit dem Set von gerade. Also wenn das nicht die coolste Scheiße ist, die ihr jemals gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Damn, son. Okay, atmen, Freunde. Wir müssen uns erstmal akklimatisieren. Wie sieht das im LFR aus? Das sieht einfach auch total geil aus. Durch dieses Orangene kommt diese Maske hier, beziehungsweise das Gesicht. Was soll das sein? Können wir das Gesicht nennen? Was auch immer es sein will, es kommt nochmal besser zur Geltung. Wirkt sogar noch ein bisschen unheimlicher und dieses Stahlgraue mit dem Schwarz und dem Orange wirkt natürlich auch nochmal ein bisschen krasser von den jeweiligen Kontrasten her. HC, Ganze wieder ein bisschen bläulich-grün-türkiser. Stark, ich liebe diese Animation, ich liebe alles an diesem Set. Mir fällt nicht eine Sache auf, die ich kacke finden würde. Die Hose wirkt ein bisschen lahm im Vergleich zu der Party, die hier oben abgeht, aber dafür haben wir ja einen langen Gürtel, der ja auch wieder mit schicken Verzierungen lockt und dann unten geht's ja schon weiter. Mit den Klingen, da ist es vielleicht ganz sinnig, mal ein bisschen Ruhe zwischendrin reinzubringen. Und Mythe, boah, geh doch nach Hause. Geh doch nach Hause. Heilige Scheiße. Ich glaube, das ist eins meiner All-Time-Favorite-Sets. Sogar beim Umhang dran gedacht, den ein bisschen kleiner zu halten. Auch hier überall diese wabernden Strukturen, ne? Als hätte dieses äußere Muster hier nochmal so eine Extraschicht bekommen. Also das ist nur heftig. Da bin ich schon mal neidisch auf alle Rogues, bei egal in welcher Version, dann mit einer passenden Waffe gemockt. Du bist einfach ein völlig anderer Charakter. Heiliger. Großartig. Der Priester, der hatte in Dragonflight ja auch wirklich so geile Sets. Also was auch immer sie da geraucht haben, ich hoffe, sie haben jetzt mit TWW nicht aufgehört. Die waren ja auch völliger optischer Abriss. Und unseren Priester, den Junge, der Priester wird einfach selber ein Naru. Was? Wow, er ist einfach ein halber Bionicle mit so einer Maske hier, ha? Huh? Wie cool sind auch diese Strukturen, dass sie diese Naru-Splitter wie hier, ne, sehen wir wie so eine Art Wappenrock da an der Brust. Dieses Symbol, diese Symbolik und dann wirklich hier so eine Maske, so eine Art Gesicht geformt, oben diese Splitter,
die so eine Krone bilden, an der Seite dann wie Flügel und dann diese Verstärkungen auch nochmal an den Händen. Das Einzige, was ich da ein bisschen weird finde, ist dieser fette Gürtel, der irgendwie daherkommt wie so ein Schwimmreifen. Das will ich mir gerade nicht an einem Kultiraner oder Pandaren vorstellen. Aber von diesem ultra breiten Gürtel mal abgesehen, wow, auch der Rücken. Auch hier wieder, ja, so eine Art Wappenrock-Symbolik. Finde ich insane. Und die Farben auch. Ich habe dolle Angst vor Mythischen. Ich weiß nicht, ob ich das fanboyhafterweise überlebe, weil das muss ja so krass sein. Denn wie geil ist bitte schon NHC? Den Gürtel kannst ja wegmorgen. Scheiß mal auf den Gürtel im Zweifelsfall. Aber overall ist das einfach ein obergeiles Set-Design. Bruder, wir bringen das Licht zur Leere. LFR, da verändern sich diese Lichtsplitter kaum. Sie werden ein bisschen dunkler, ein bisschen gelblicher, das ganze Set hier. Eher ein bisschen blau-grau, ne, und ein Stück weit bräunlich-orange. Kommt auf jeden Fall auch cool. Funktioniert. Sieht insgesamt ein bisschen netter aus, oder? Das hier wirkt schon mit diesen Hell-Dunkel-Kontrasten ein bisschen böser. Das hier wirkt wie so eine kleine Kleidermotte, die vorbeigeflattert kommt, ne? Ja, na, passt ja auch irgendwie zum Licht, oder? Wie die Motte zum Licht. Heroisch? Ja, mit diesem roten Ton. Oh, wirkt ein bisschen erhabener, ne? Der feine Herr Priester. Okay, ich habe mir gewünscht, dass die Lichtsplitter sich ein bisschen mehr verändern. Was ist denn hier mit dem Gürtel passiert? Oh, das könnte natürlich sein. Dass der Gürtel, weil hier sehen wir ja, es ist definitiv noch nicht fertig, ne? Die Nippel des Lichts, die werden nicht Teil des Sets sein. Aber maybe ist diese Rune, die wir hier sehen, auch bei allen Standard, ist nur noch nicht geladen. Das würde diesen fetten, leeren Platz hier erklären. Ja, und leeren Plätze, da haben wir als Priester natürlich, zumindest wenn wir heilen, nicht wirklich Verwendung für. Darum wünsche ich mir, dass das überall so ist. Und dann ist dieser Abstieg oder Aufstieg, je nachdem wie ihr es sehen wollt, das ist natürlich insane. Schaut mal, diese einzelnen Partikel hier, ja. Vor ein paar Jahren hätten Grafikkarten da Gewerkschaften gegründet, wenn wir sowas als Schulter getragen hätten. Und jetzt passiert das einfach. Hier diese sich windenden Schatten in der Schulter selber, die sich dann nach hinten zu kristallisieren scheinen. Naru sowieso immer irgendwo zwischen Licht und Leere zu Hause, ja. Dieser Auf- und Abstieg ja immer wieder Thema bei uns. Also unglaublich. Ja, die Robe müssen wir uns jetzt halt schickerweise dazu denken, obwohl es auch Leute geben wird, die genau so rumlaufen. Also sind dann die Priester, die im PvP auf dich zukommen und du weißt, scheiße, der Bruder zeigt Nippel, der wird mich gleich irgendwo runterkicken und lachen. Aber an sich auch für den Priester unfassbare Idee und gerade im Rahmen dieses kosmischen Konfliktes, der sich ja doch wieder anbahnt, ist das wirklich eine Hammer-Idee und zum Glück auch eine echt tolle Umsetzung. Und es scheint sogar hier und da noch ein bisschen was zu fehlen, also die Chance, dass es noch geiler wird, die ist auch da. Fantastisch. Unsere Hexer. Da gab es in Dragonflight den ein oder anderen Aufschrei, weil die Sets alle ein bisschen zu dämonisch, zu behirnt in Sachen Helm waren und so. Ich fand die eigentlich immer ganz fett, aber ich spiele Hexer auch nur als Twink. Ich muss mich damit also nicht dauerhaft rumschlagen. Und darum sind die Hexenmeister jetzt ein Turm mit Auge obendrauf. Ja, schön. Also ich finde das total geil. Habt ihr das geilste Detail schon gesehen? Wenn wir ranzoomen? Damn, dann blickt man sogar so ein bisschen durch diese Maske und hat hier auch wieder diese leuchtenden Augen. Wie creepy sieht das denn bitte aus, diese kleinen Punkte? Ach du Scheiße, sieht man von weitem gar nicht, ne? Da muss man wirklich nah ran und dann denkt man sich, gehen wir lieber wieder ein bisschen raus. Also auch hier wird ein bisschen Nippel gezeigt, auch wenn das beim Priester gerade unbeabsichtigt war, wie ich annehme. Wirkt das doch ein bisschen offener. Hat ein bisschen was von einem komplett durchgedrehten Kultisten, ja, der hier sein eigenes Räucherwerk mit auf den Schultern trägt. Dieses Auge obendrauf, ja, wir hatten heute schon die Sauron-Vergleiche, aber glaube, um den kommt man nicht ganz drumherum. Detailgrad auch hier sehr, sehr cool. Ich hoffe, das mit dem Clipping beheben sie noch, obwohl das bei so wobbelnden Gürtelschnallen und sonstigen hängenden Elementen immer ein bisschen schwierig ist. Die Schuhe vorne mit diesem Aufsatz. Okay, interessante Wahl. Ansonsten aber das Stoffliche, das sehr schön durchkommt. Und dann natürlich die wahre Party hier oben. Also der Helm ist so einer der speziellsten, die wir jemals hatten. Ob hier jetzt dieses dämonische Hörner-Feature reduziert dargestellt wurde,
Würde ich spontan auch anzweifeln, aber es ist mal etwas ganz Eigenes. Und das in einer vielleicht auch eher lilanen Farbgebung, dann mit Hinblick auf kombinierte Nialota und sonstige Old God Set Items. Stelle ich mir geil vor. Im LFR wird das Ganze ein bisschen gelblicher. Die Animationen in den Schultern, dieser wabernde Rauch, ja, der kommt auf jeden Fall sehr fett zur Geltung. Aber ich finde gleichermaßen, dass wir hier oben so eine krasse optische Party haben. Und dann haben wir den Hauch einer Brustrüstung. Also da haben wir ja die Traditionsrüstungen der Orks bzw. Magar irgendwie mehr an der Brust, ne? Und die hatten auch nur so einen stählernen Donut, den sie sich da festgebunden haben. Vielleicht wobbelt da auch noch ein bisschen mehr mit rum. Aber es sieht gerade zumindest nicht danach aus, ne? Überall diese Schnüre. Und dann die Robe. Auf der einen Seite vielleicht ganz gut, dass sie das ausgleicht, ne? Hier oben eine Menge Lärm, hier unten ein bisschen mehr Ruhe. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das finde, wenn ich ehrlich bin. HC, oh, das kommt böse. Das ist genau die Farbgebung, die ich mir gewünscht habe. Ja, wie der oberste Lehrenakolyt. Also so stelle ich mir die Dudes vor, die dann an der Seite von Xalatas stehen. Das finde ich schon deutlich geiler. Wow, was die Farbe doch für einen Unterschied machen kann. Oh, damn, boy, ja. Was die Farbe für einen Unterschied machen kann. Heiliger, na jetzt sieht's... Na, what the fuck? Was? No way, okay. Heilige Scheiße, was war da denn los? Das war ja auf einem Level mit den Flügelchen aus dem Helm vom T6. Oder die Schultern, die mythischen aus der Schwarzfelsgießerei, die dann auch so grün zu brennen anfingen. Das war ja unglaublich cool. Gut, dass wir das gesehen haben. Ob andere Sets auch noch solche versteckte Animationen haben? Ich wünsche es ihnen auf jeden Fall. Aber bei der Regelmäßigkeit, mit der das gerade passiert, so ein bisschen an die Shivara natürlich angelehnt, ja. Das kommt jetzt hier auch durch diese eher dämonischen Farbgebungen nochmal ein bisschen besser zur Geltung. Sehr, sehr cool. Also da freue ich mich aber doch für die Hexer, dass sie sich hier beim Mythischen richtig schön auf das Fell, auf die alten Hexermotive, ja, so ein bisschen beschränkt haben oder wieder besonnen haben. Und da schmeckt der Chaosblitz natürlich besonders gut, Junge. Also das hat mich jetzt doch abgeholt. Bei den anderen Färbungen, ja, aber hier jetzt auch, wo dieser Shivara-Aspekt richtig zur Geltung kommt, ne? Damn, das ist einfach nur cool. Und die anderen, ja, schön, dass die auch da sind. Komplett scheiße finde ich es jetzt auch nicht, aber eben sehr speziell. Das heilige Licht, Freunde, das kommt uns jetzt holen mit dem Paladin. Und Paladin hat mich eigentlich so gut wie nie enttäuscht in der Vergangenheit. Egal ob in Sachen Gameplay oder in Sachen Optik. Und ja, es bleibt so. Ich habe mich kurz an den Priester erinnert gefühlt, aber wie nice sind bitte diese wobbelnden Schwingen? Ob das dann nicht beim Laufen und Kämpfen auf den Sack gehen wird, das bleibt noch abzuwarten. Aber hat was vom Heiligen Rächer und natürlich hat unser Paladin auch seine Flügelchen, oder? Was wären wir im Burst ohne die Flügel? Sehr schön auch hier dieser banderolenartige Umhangsverlauf. Ja, fängt hier oben gefühlt im Nacken an und geht dann einmal so hier rüber. Ja, hat auf jeden Fall auch was Heiliges, wa? Wie der Priester, der Pastor, der das Baby tauft, schön aus so einer Schärpe umgehangen. Auch hier wickeln sich diese Banderolen mit den Runen überall einmal drum. Also ist definitiv ein solides Set. Ich finde den Helm sehr unspektakulär. Oder soll man sich das ja auch wie so ein Gesicht vorstellen? Ist aber dann eine sehr kleine Nase, ne? Ist einfach das Visier dann zum Durchgucken. Auch hier so ein kapuzenartiger Aspekt, auch hier wieder diese Flügelmotive, ne? Bisschen Kyrianer-Cosplay, wenn wir an die Schattenlande denken. Also ich finde, es ist ein sehr solides Set. Ich liebe den Animationsgehalt, ne? Wobble wobble, kannst du mit deinen eigenen Flügelchen abdancen hier. Drei-Mann-Party. Aber es reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Auch diese Färbung, ja, haben wir so ähnlich schon bei anderen gesehen. Ein bisschen irdener, ein bisschen erdiger. Macht schon eine echt gute Figur. Und diese Flügel werden natürlich ehrenlos groß bei Tauren und Drenai zum Beispiel skalieren. Oh, die verdorbenere Variante. Jawohl, mit der Leere, die finde ich auch richtig cool. Aber wenn das Heroische jetzt schon die Leere hat, natürlich geiler Kontrast, dann dieses Set zu tragen, ja, mit diesen fetten Lila-Tönen und dann die Lichtfähigkeiten zu entfesseln.
Da freue ich mich schon sehr drauf, aber was haben sie dann im Mythischen? Na klar, das Licht ist die Antwort. Okay, das kommt nochmal cooler. Junge, da bist du ja dann, wenn du deine eigenen Flügel noch anschmeißt, bist du ja einfach fucking Angemon von Digimon. Das ist ja insane cool. Diese Schwingenanimation, dieses Licht, was so abstrahlt. Auch die Runen leuchten gefühlt ein bisschen mehr. Oder vielleicht kriegen die auch noch so einen leichten Animationsverlauf. Wir haben uns ja gerade den Hexer zuvor angesehen, ne? Darum erwarte ich jetzt bei allen unfairerweise gleich noch ein bisschen mehr obendrauf. Aber das hier, das kommt, finde ich, nochmal richtig geil. Zumal wir auch hier so ein bisschen Leere doch mit drin haben, ne? Die so unterschwellig hier in lila Tönen durch das Set verläuft. Also das finde ich klasse, aber ich bleib dabei, es haut mich nicht komplett um, was ich so ein bisschen erhofft habe. Ja, da der Paladin mich eigentlich immer begeistert, ist ein sehr solides Set, kann glaube ich gerade im Kampf auch wirklich toll zur Geltung kommen und das ist glaube ich erstmal ein gutes Fazit. Let's go. Der Meister des Gleichgewichts, unser Monkey Tonk, den spiele ich aktuell nach wie vor so unglaublich gern und auch die Heldentalente in TWW haben mich so krass abgeholt. Ich hoffe einfach, ich werde diesen Spaß auch in TWW aufrechterhalten können. Set-technisch, hui. Okay, das ist viel, was wir da sehen. Es erinnert ein bisschen an so eine richtig fette Samurai-Rüstung, oder? Irgend so eine Legendary-Rüstung aus Ghost of Tsushima. Hier oben dieser lamellenartige Helm und auch die Schulterplatten. Da haben wir dann eine unfassbar detaillierte Darstellung von einem Ochsenschädel, der schwarze Ochse möglicherweise, ne, unsere himmlisch Erhabenen. Das ist ja cool, auch hier oben die Hörner, die sich so angleichen, ne, wir werden selber zum Ochsen. Dann hier der wütende Dampf, der aus den Nüstern steigt, jawohl, bevor der richtig losmarschiert, ne, da stößt man nochmal richtig aus der Nase raus und feuerfrei. Dann haben wir hier solche klassischen Bänder, auch diese kreisförmigen Elemente kennt man ja auch von den früheren Monk-Rüstungen, ja. Ebenso diese gewickelten Seile hier. Also da ist so ein bisschen Oldschool-Monk mit dabei. Die Schuhe finde ich sehr, sehr cool. Wirken nämlich overall recht simpel, aber gliedern sich genau deswegen hervorragend mit ein. Irgendeine komische Sandale oder irgend so ein Aufsatz wäre jetzt hier ein bisschen fair am Platz, finde ich. Auch hier überall diese Wickel, ja, diese roten Verknüpfungen, die wuseln sich hier in jeden Teil dieses Sets hinten sogar auch nochmal schön zusammengeknöpert. Also, das gefällt mir ganz gut. Finde ich stark, aber ich habe nicht mit so viel gerechnet. Also, allein wenn du dir den Helm anguckst oder die Schulter, da kannst du ja schon mal hier eine dreistündige kunstwissenschaftliche Analyse zu schreiben, ne? Insane, die Augen leuchten, es ist so ein bisschen Nebel drumherum. Ich denke, das soll wirklich zum einen diese himmlisch erhabene Connection darstellen, oder? Und zum anderen eben dieses vor Wut schäumende, brennende, aus den Nüstern ausstoßende, ja? Was dieser Ochse dann so mit sich bringt. Ja, und hier werden auch schön die Zähne zusammengebissen, Junge. Guck mal, böse, kein Problem. Okay, nice. Interessante Farbwahl auch. Im Wow LFR wird das Ganze ein bisschen grüner. Kommt aber dennoch, finde ich, echt böse zur Geltung. Also ich mag das sehr. Freue mich schon auf Tauren, die dann ihren Großvater auf der Schulter tragen können. Muss mich aber immer noch dran gewöhnen, wie überladen das gleichermaßen wirkt, oder? Verdammte Piñata-Party hier im oberen Bereich des Sets. Heiliger, also hier dieses lila und goldene. Wow, der Party-Monker, da ist er, hat seine eigene Disco-Kugel mit dabei und eine Rauchmaschine auch noch. Läuft bei ihm. Und im Mythischen, oh, das ist unerwartet. Das Mythische, das geht so ein bisschen ins Bronzene, kupferartig. Der schwarze Ochse kommt hier auf jeden Fall sehr, sehr gut zur Geltung. Und auch die allgemeinen Animationen hier, diese rauchartigen Verläufe, finde ich sehr, sehr stark. Ich weiß noch nicht, ob die Farbe mich fürs Mythische abholt. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Also ich finde die Farbverläufe sehr, sehr cool. Und auch diese Zusatzanimation, gerade bei den Hörnern, die holen da sehr, sehr viel raus. Dafür ist eben im mittleren bis unteren Bereich gefühlt gar nichts. Also der Detailgrad ist trotzdem hoch, ne? Auch hier schön diese Ochseninsignien, aber ich glaube, man wird sich vor allem mit dem eigenen Blick hier oben begnügen und aufhalten. Und overall ist das eine coole Nummer. Geile Connection auch zur Basis der Mönche, ja, auch mit diesen Seilen und kreisrunden Elementen. Aber rein vom mythischen Farbton her,
Nee, catcht mich irgendwie gar nicht. Dennoch aber ein fettes Monk-Set, sehr spannende Farben, je nach Schwierigkeit und auch wirklich eine fett gewählte Optik. Ja, mal nichts mit irgendwie nur so einer Kette voller Nebelsphären, sondern der Ochse selber, der ist dabei, Junge. So, Freunde, jetzt wird's für mich richtig interessant. Mein Main. Der hat eine echt bunte Mischung, zumindest was meine bisherige Begeisterung betrifft. Und Todesritter, oh, mit dem werde ich mich am häufigsten rumschlagen dürfen. Also sehe bitte nicht komplett scheiße aus. Und das tut er nicht. Er sieht nicht komplett scheiße aus. Aber hier ist sogar so ein Zacken abgebrochen. Ja, nicht mehr alle Zacken auf der Krone haben, das sehe ich mich. Also durchaus ein Set, das vom Kampf gezeichnet ist. Wir haben schön brutale Eisenbeschläge, die hier diese Schädel fixieren. Wir haben leuchtende Augen. Natürlich, was wäre ein Todesritter ohne irgendein frostwürmartiges Vieh, das hier mit leuchtenden Augen auf der Schulter sitzt. Der Helm selber hat so eine Art Totenschädel angedeutet. Ja, wir haben schön eisiges Blau. Wir haben fetten Stahl. Ja gut, vielleicht wirkt es mir gerade ein bisschen zu allianzlastig, ne? Wenn man jetzt nur Handschuhe und Stiefel sieht, dann fühlt man sich vielleicht etwas zu sehr an Sturmwind erinnert, wo wir gerade auch stehen und wo die Mucke im Hintergrund kickt, ja. Aber NHC, ich weiß nicht, der Helm wirkt mir vielleicht ein bisschen zu viel gerade. Würde in etwas anderen Farben zu so einem Priester der Zandalari-Trolle passen, ja, der mit so einer Rastakan-artigen Krone irgendwie den Lor der Sonne anbetet. Aber so, wenn ich mir das an meinem Tauren vorstelle, ich glaube, eine Helm-Season wird das nicht für mich. Aber davon abgesehen, schön brutale Elemente, typisch Todesritter und auch diese eissplitterartigen Strukturen, die dann nochmal draufgesetzt wurden, ja, die geben dem natürlich nochmal einen extra bösen Vibe dazu. Im LFR wird das Ganze ja wieder so ein bisschen irdener, so ein bisschen tonerdartig, ja. Kommt auf jeden Fall auch ganz nett, auch da wirken diese eisig-frostigen Verläufe auf jeden Fall ganz geil. Wir haben dann das Heroische. Oh, da kommt auch der Helm ganz anders, oder? Schaut mal. Mit diesen wirklich lilanen Augen hier in dieses Grau eingebettet. Dann diese Art Schutz hier an der Seite. Wer schützt sich damit jetzt nochmal vor wem? So kommt das rüber. Auch diese Befestigungen hier wirken jetzt noch ein bisschen diabolischer, oder? Schön hier zack durchs Maul gerammt. Hier ein bisschen am Wobbeln, schön vernietet. Jawohl. Des einen SM-Keller ist des anderen Schulterschmuck. Also das gefällt mir im Heroischen schon deutlich besser von der Gesamtoptik und dem Mythischen. Oh. Oh, Junge. Hordische Farben hier, schwarz und rot mit dabei. Das Goldene gibt so ein bisschen titanischen, so ein bisschen Uldier-Vibe, ne? Wenn wir da auch an die Plattensets denken, da sind wir wieder bei dieser Rastakan-Kronengeschichte. Aber an sich finde ich die Variante doch echt fett. Auch die Verläufe, ne, schön passend zum Blutdicker, Junge. Da hast du vermutlich nicht deine eigene Energie reingeleitet, sondern da hast du einfach mal die Schulter in den Gegner gehauen und schon blieb das Blut da hängen. Ja, auch hier aus den Augen, wie es rausströmt. Also das ist auf jeden Fall eine fette Nummer. Und ich mag die Details. Ich mag den Flow, ich mag die Farben. Ich mag auch hier in der Gürtelschnalle, ne, wie es da auch rauspulsiert. Also fette Sache. Aber mein Lieblings-DK-Set wird es höchstwahrscheinlich nicht. Obwohl es eigentlich alle Elemente hat, die ich mag. Glaube aber genau, die sind mir zum Teil ein bisschen zu viel hier einfach, ja. Könnte mir vorstellen, ohne diese Spike-artigen Aufsätze würde das schon wieder ganz anders aussehen. Aber gut, manchmal muss man auch übertreiben, oder? Der Schamane. Auch so eine alte Liebe von mir. Ich liebe es, mit dem Verstärker reinzuhauen und einfach 20 Sturmschläge die Sekunde in den Gegner zu roffeln. Und auch die Schaman-Sets in der Vergangenheit waren eigentlich immer ziemlich fett. Yo. Und auch das ist definitiv ziemlich fett, aber ist das irgendwie ein Zopf aus Wasser? Okay. Ja, ich meine, häufig hat ein Schaman dann auch überall so Fellbüschel hängen. Ja, dieser Ahnenkult mit hier mal noch ein Schädel, da mal noch ein Knochen dran. Und dann natürlich dieses Elementare, manchmal auch das Fell, so von den Wölfen, die wir ja auch beschwören können. Ne? Elementargeister und, und. Also ich finde es gerade genauso geil wie weird. Es ist eine ganz seltsame Mischung bei mir. Die Details an sich wirklich cool, auch wie das Wasser hier aus diesen schalenartigen Strukturen rausplätschert, ja. Hier diese Ketten, jawohl. Wir haben hier so ein paar Runensteine, na gucke, da sind schon die vertrauten Muster dabei. Irgendwelche ranzigen Handschuhe, ja, die irgendein blinder Jäger zurechtgeschnibbelt hat aus irgendeinem Tier, so sehen die aus. Holy shit.
Und auch hier unten so diese Wellen- bzw. Tentakelmuster, die Leere, die kommt schleichend, aber sie kommt. Und auch im Umhang gefühlt alles, was wir gerade gesehen haben, nochmal zusammengepappt. Finde ich auf jeden Fall geil. Aber ob mir dieser Wasserzopf gefällt? Die Animation finde ich super, den Zopf an sich. Naja, mal sehen, wie es in anderen Farben wirkt. Im LFR, da sind wir wieder in dieser blau-grün-türkisen Richtung unterwegs. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Das Wasser hat natürlich jedes Mal einen anderen Flow. Vielleicht kann man das je nach Farbe auch eher in Richtung Feuer bringen. Oh, jetzt mit dem leeren Fluss, das passt natürlich sehr, sehr gut zum Addon-Thema. Kommt nochmal anders böse, aber einen leeren Zopf? Weiß ich nicht. Ist das irgendwie eine neue Frisur für leeren Elfen oder? Und vielleicht auch nicht ganz so gut, dass sie einfach rausplätschert, ne? Vielleicht sollten wir da ein bisschen niedriger pokern. Das ist kein Schokobrunnen da auf der Schulter. Kommt der Rest vom Raid mit so Erdbeeren an einem Zahnstocher an, ne? Will ich schön ein bisschen schokolieren. Ja, ich glaube, es geht los. Also, ich weiß es nicht, Freunde. Ich hoffe, euch holt es ab bei Charmy Mains. Ich find's okay. Ich find den Detail grad super. Ich find die Farben bisher nice. Was sagt das Mythische? Oh, da werden's richtige Sturzbäche, hä? Huh? Damn, okay, der Zopf, der wabert jetzt noch ein bisschen mehr und das Wasser läuft noch weiter runter. Boah, das hätte ich geil gefunden, wenn sie das richtig auf die Spitze getrieben hätten. Dass wir quasi die Handschuhe komplett in dieser Animation hätten, dass wir nur vom Wasser bedeckt sind, wisst ihr, wie ich meine? Das hätte ich mir ein bisschen geiler noch vorstellen können. Aber so, ja, erinnert an eine Wasserrutsche, ne? Könnte man jetzt hier schön die Schulter runter und dann in der Kette hängen bleiben und dort qualvoll verenden. Ja, die Wasserrutsche des Todes, Junge, lass das nicht Galileo hören. Aber davon ab, tja, könnte ich mich jetzt, glaube ich, nur noch wiederholen. Ich finde die Idee sehr cool. Die Umsetzung, okay, wird definitiv nicht mein liebstes neues Charmy-Set, aber es hat definitiv Elemente, auch in Teilen neue Elemente, die uns nicht nur bekannt vorkommen im Grunde, sondern auch gewisse Dinge neu ausspielen. Und das ist definitiv cool. Und vielleicht kann man ja auch mit den einzelnen Teilen dann noch ein bisschen wilder durcheinander moggen, weil die Animationen an sich, die sind schon echt fancy. Yo, die letzten Sets, die konnten mich nicht so richtig heftig abholen, muss ich sagen. Ist ein bisschen schade, aber es kann ja nicht jedem immer alles gefallen. Na, das wird bei dem einen oder anderen von euch vermutlich genau andersrum aussehen. Und das ist ja auch gut so, sonst müsste ja jeder 24/7 jedes Set farmen, die Druiden. Schauen wir mal, wie es bei denen aussieht. Denn auch die sind ja manchmal ein bisschen verrückt unterwegs. Und Junge, sind die dieses Mal auch wieder crazy. Was ist da denn los? Wow. Yo, so eine komplette Wolfs-Lux-Fratze hier auf der Schulter? Das ist ja insane. Mit diesen Blitzaspekten, diese stürmische, was wir auch von diesen Sturmkrähen kennen, ne? Hier dann schön um den Hals gewickelt, diese Tatze hier, die sogar leuchtet auf der Schulter. Da baumelt sogar ein bisschen Katzenspielzeug runter, ne? Wobbelt das auch? Leider nicht, sonst hättest du gleich der mobile Kratzbaum sein können. Gürtelschnalle. Unglaublich cool. Wie der Bruder von diesem Fuchsgürtel aus MOP. Ich glaube, das war ein Schurkenset, ne? Schische Schurke, Junge. Und das ist hier der große Bruder auf Crack. Geil. Schuhe? Ah, solche Stahlaufsätze finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber gut, wollen sie halt diesen Krallenaspekt darstellen, ne? Wenn die Katze nicht zum Kratzen kommt, dann musst du selber die Katze werden. Das hatten wir schon häufiger, ne? Auch so ein bisschen im Bärenstil mit dem passenden Helm. Jetzt wird's ein bisschen kratziger und katziger. Und der Helm selber, ja, mit diesem fancy Irokesenschnitt, mit diesen Ohren. Oh, sogar gepierst, kriegen wir noch so ein Headset mit Katzenohren. Ich glaube, der Helm ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Ich glaube, viele werden den feiern. Aber ich feiere eher den Rest vom Set, muss ich sagen. Die Farbe finde ich fett. Die Idee finde ich fett, auch hier drüben, wie die Klaue so aus der Schulter kommt, ne? Wie bei einigen Pokémon-Karten, wo die so 3D-mäßig aus dieser Karte gefühlt rauskommen. Nice, Junge. Katze und Pokémon-Kartendealer in einem. Nee, finde ich stark. Die Öhrchen, overall weniger, das ist mir fast ein bisschen zu niedlich dafür, dass der Rest so badass wirken will, ja. Aber davon ab ein schickes Dudu-Set, doch. Schau mal, auch in den Farben, ja, mit dem Grün hier, das durchkommt. Sehr, sehr schön. Auch die Basis, ne, die Brust an sich wäre total lame, aber da liegen ja diese Pelzwickel mit drüber. Auch der Übergang hier vom Pelz-Iro in die Pelz-Dola in den Pelz-Umhang. Junge, wundervoll. Also, das funktioniert, finde ich, auch am Nachtelf. Oh, schön, ein bisschen wärmer.
bisschen herbstlicher hier mit Braun, Orange und Rot. Dazu dann immer dieses sehr helle Silbrige, ne, das Graue, was das Ganze ein bisschen unterbricht. Kommt, finde ich, echt böse. Aber ja, ganz oben die Ohren und ganz unten diese Stahlkappen-Kratzschuhe, die reißen es für mich dann ein bisschen raus. Da gucke ich einfach nicht mehr genau hin. Und im Mythischen, boah, auch eine coole Farbwahl. Das Dunkle und dann diese hellen Energien, die hier raus pulsieren, das ist natürlich ein wundervoller Kontrast, wodurch die Teile, die besonders auffällig wirken wollen, Überraschung, nochmal auffälliger wirken. Also stark. Müsste man gucken, wie es dann an anderen Druiden skaliert. Ich weiß wieder nicht, ob ich mir hier einen Tauren vorstellen möchte, ja. Aber overall, also die Schulter alleine, die ist für mich schon ein Big Win. Der Dämonenjäger, der darf natürlich nicht fehlen in der Runde und vielleicht erwartet uns da ja nochmal ein richtig fettes Highlight. Also was ich richtig krass finde, sind diese Hörner. Da muss man die eigenen ja mal ein bisschen beschneiden. Weil wie cool sind die denn bitte? Da wirst du ja selber zum Käfer. Damn, erinnert ein bisschen an das mythische Set vom Druiden aus der Schwarzfelsgießerei. Da hattest du ja auch so richtig Flatterflügel mit dran. Ja, oben die Hörner, hier dann einfach alles zusammengeklebt, was man irgendwie bei der Schlachtung der Neruba noch gewinnen konnte. Ja, halber Chitinpanzer, auch hier dieser Übergang einfach richtig schön in die Rüstung genäht und an den Körper angelegt. Hier die klassischen zerfetzten Bandagen, natürlich, ich habe alles geopfert, was für Bandagen habt ihr aufgegeben. Und hier so ähnlich wie beim Dudu dieser Clown-Übergang und haben wir Aufsätze an den Fingern? Tatsächlich, ne? Das ist, meine ich, nicht neuer Standard über Customize-Optionen. Überschneidet sich jetzt hier so ein bisschen mit den Insektenteilen von der Hose. Aber wir haben tatsächlich auch so ein paar Chitin-Fingerkuppen, um dann noch krasser reinslashen zu können in der Meta, ha? Stark. Die Gürtelschnalle ebenfalls so käferhaft. Auch hier dieses baumelnde Banderolen-Dingen wirkt so ein bisschen wie imprägniert mit Käferhaut, ja? Und auch in den Füßen, na gut, die liegen dann anscheinend ein bisschen freier, wie es aussieht, aber selbst hier in diese klassischen Wickel nochmal so ein paar Käferteile mit reingenäht. Ja, die unterscheiden sich schon sehr, ne, hier drüben so lamellenartig, hier dann diese einzelnen Klauen, hier so ein bisschen netzartiges, ne, ein bisschen spinnenhaft, also so kennen wir die Neruba ja auch. Und ich weiß nicht, ob es meine eigenen Hörner sind oder der grüne Bart, aber ich finde die Idee richtig cool. Auch hier der Umhang, ne, so komplett durchsetzt. Aber von der Optik her, ja, ist es okay. Also, das ist schon mal nicht mein Lieblings-Demon Hunter-Set. Es ruft auch nicht so richtig Demon Hunter, oder wegen der Hörner? Aber dieses Käferhafte dazu, fehlt mir vielleicht noch ein Totenschädel oder soll das im Gürtel einer sein? Nee, irgendwie noch so ein Neruba-Schädel mit Hörnern dran, der dann einen Augenstrahl schießt auf mythisch oder wie auch immer. Also, nettes Set, was auch mit diesen Flügel- und Netzelementen hier durchaus zum Demon Hunter ja passen kann, ne? Der schießt sich dann durch die Gegend wie Spider-Man, Junge. Der holt sich noch ein paar Spinnendrüsen, pappt dir ja an die Arme und dann hast du da diesen Mobilitätsaspekt mit drin. Im Lilanen auch sehr, sehr schick, jawohl, hier in der Brust und in den Schultern dominiert zunächst das Goldene und dann kommt dieser Übergang in diese klauenartigen Strukturen, also die sind wirklich fabelhaft gefertigt. Ja, auch die Farbverläufe, das finde ich absolut insane, aber rein auf den DH bezogen holt es mich jetzt doch nur bedingt ab, muss ich gestehen. Ach und guck mal, wir haben doch auch solche Aufsätze, hat man vorhin bei dem Dunkleren gar nicht so richtig gesehen. Das finde ich bei Schuhen immer ein bisschen weird, wenn man einfach, ja, hier oben man noch so ein bisschen was draufpappt und vorne noch so ein paar Aufsetzer. Weißt du, als würdest du jeden Zeh einzeln anziehen. Aber so oft sehen wir ja unsere Füße nicht. Es sei denn, ihr bedient diverse Fetischecken, Freunde, dann gönnt euch reichlich. Das Mythische. Oh, okay, das kommt böse. Das kommt böse und vor allem ist auch das wieder ziemlich weit weg vom Standard Demon Hunter. Ja, dachte ihr, kommt jetzt das Fell irgendwie rausgebrochen, aber nee. Am Arsch eher so geisterhafte, kalte Essenzen, die ja überall durchwobbeln und wirklich überall, ne? Auch hier im Arm, schaut man, da fehlt noch die Animation, aber auch das wird dann, denke ich, wabern hier über diese Platten entlang. Und das kommt natürlich richtig böse, auch der Gürtel, oh, schau mal. Der Gürtel, was ist da denn los, der erwartet ein Kind, oder wieder haben wir doch fast unser Zusatzelement hier, wie so eine Art Schädel, kleine Fratze, na gucke. Vielleicht ist das ähnlich wie beim Priester, fehlt noch ein bisschen was. Und auch die Hörner kommen jetzt ganz anders zur Geltung.
mit dieser Animation. Ja, ein bisschen creepy, ein bisschen spooky, aber ich feiere diese Idee, dass der DH quasi die Feinde zerfetzt hat und sich gedacht hat, gut, jetzt können wir die auch anziehen, ja. Das kommt cool, aber overall catcht es mich jetzt bezogen auf den Dämonenjäger nur bedingt, muss ich sagen. Dennoch will ich es haben. Gib mir mehr Käferausrüstung. Und zum Finale schauen wir uns unsere neuesten Freunde, unsere Draktür, unsere Rufer an. Und bei denen bin ich sehr gespannt, denn die haben ja immer die besondere Challenge, sowohl in der Antlitzform als dann auch, wow, in der Drachenform geil auszusehen. Okay, Antlitzform hat schon mal gewonnen. Was ist das denn bitte? Wow, also der Helm alleine ist ja so cool. Damn, einfach die herausgebrochene, mutierte Leere, die wir von Feinden auch außerhalb der Neruba dann kennenlernen werden in TWW. Das ist ja krass. Einfach so einen schönen Drachenhelm zusammengebastelt, halber Aspekt hier, hä? Alexstrasza 2, was los? Dann haben wir hier so ein paar Ketten, die fleißig rumbaumeln. Wir haben auch hier diesen Panzer so todesschwingartig, ne? Als würde der langsam aufbrechen, von dieser Energie durchflutet werden. Auch die Gürtelschnalle scheint hier einfach so Energien im Zaum zu halten, ne? Wie so ein Gitter, wie so ein kleines Gefängnis. Die Schuhe, auch sehr schicker Übergang. Auch da scheint so ein bisschen die Energie hinten raus pulsieren zu wollen. Dann hier wieder so eine Art Überrock mit Schwingencharakter hatten wir ja ganz häufig in Dragonflight, ne? Dass das so zur Hälfte rumgeht, vorne dann offen ist, finde ich super fancy. Auch hier wieder diese Ketten, ne? Die Energie, die im Zaum gehalten wird, aber gleichermaßen rausbricht, diese Gitterstäbe übernimmt, dann aufsprengt. Also da steckt ja Geschichte drin, hör mal. Und genauso funktioniert es ja mit vielen neuen Gegnertypen in TWW. Das sind eigentlich welche von uns, dann werden die von der Leere übernommen und wenn wir die nicht rechtzeitig umhauen, bam, dann platzen die auf, haben auf einmal Hörnchen oder irgendwelche brennenden Schultern oder wie auch immer. Krass, als wären diese Klauen hier nicht krass genug, nein, da muss auch noch Feuer drin pulsieren. Das wirkt ein bisschen wie eine Upgrade-Variante von einigen anderen Sets, die wir heute gesehen haben, aber wie cool, wie passend zu dieser Drachengeschichte. Wahnsinn, LFR, boah. Das Ganze in grün, ey, das als Heiler, oder? Das ist ja fantastisch, Junge. Ich liebe es gerade, ich bin so froh, dass wir so ein Highlight nochmal hatten. Ey, ich dachte, die Verwöhnphase der Draktür ist vorbei. Jetzt kriegen die so ein geiles Set, was kommt als nächstes? Noch zwei Specs, oder? Nein, man muss ja auch gönnen können. Boah, Neltharion lebt. Bruder, das heroische Set. Also das ist ja hands down eines der schönsten Sets, die ich je gesehen habe. Wie cool, allein dieser Brustpanzer. Dann hier drüben dieses aufgesprengte, diese Stacheln, diese Animation. Also ich liebe alles daran. Und mythisch? Boah, da sind wir wirklich bei Todesschwinge, ne? Junge, allein die Farbverläufe in den Hörnern, wollt ihr mich verarschen? Und selbst da brennt es ein bisschen raus. Bei den Schultern alles noch mehr am Wabern und Eskalieren. Also das ist ja einfach nur krass. Ich glaube, da will ich jetzt auch gar nicht nochmal extra ins Detail gehen oder irgendwas zu bestimmten Elementen sagen. Das ist einfach nur Abriss, sein Urgroßonkel. Für solche Sets wurden die Draktür ins Game gebracht, der zählt auch nichts. Das ist ja nur geil, jetzt muss ich nur gucken, wie verwandle ich mich denn? Like this, okay. Ja gut, also das ist immer ein bisschen unangenehm, oder? Kann man sicherlich auch mit der Schuppenfarbe jetzt irgendwie halbwegs brauchbar integrieren. Aber, naja. Draktür, ne? Wir behalten die Antlitzgeschichte in guter Erinnerung. Und damit haben wir, glaube ich, alle durch. Krass, da waren einige Sets dabei, die mich unfassbar abgeholt haben. Einige, die mich weniger krass abgeholt haben, aber dennoch okay waren. Also ich fand jetzt keins richtig scheiße. Aber im Direktvergleich stinken schon einige ziemlich ab. Aber das ist immer so. Vielleicht erinnert ihr euch an die Hidden Skins aus Legion. Zum einen, wie die aussahen, zum anderen, wie die zu bekommen waren. Na, da durftest du als Paladin gefühlt eine Weltreise machen über 5 Tage hinweg. Und als Hunter bist du zu einem Händler gegangen und hast ihn gekauft. Way, Hidden Skin. Also solche Unterschiede wird es so immer wieder in verschiedensten Ausmaßen geben. Ich bin froh, dass ich keins total kacke fand. Schreibt mir gern euren Favoriten und euren Nicht-Favoriten. Mal schauen, ob wir da zusammenkommen oder eher weniger. Und ich freue mich mega auf die Feinzusammelei in TWW und jetzt auch noch mehr auf die Optics, gerade von Raid-Items.
hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ich bin erstmal raus und freue mich, wenn wir uns in den nächsten Videos, Streams, Podcasts oder wo auch immer gesund und munter wiederhören. Macht es gut, haut rein und tschau!